So, danke dir. Die Schlüssel sind im Truck, oder? Ah, super. Also, danke. So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge B&B Logistik. Unsere Story geht weiter. Wir stehen hier in München und haben uns ein paar Sachen einbauen lassen. Gehen wir ein bisschen zurück. Könnt ihr es schon sehen, was da durchschimmert? Ja? Komm, ich zeig's euch innen. So, da sind wir drin. Okay. Also Folgendes hab ich mir hier einbauen lassen. Und zwar, ihr seht es, FC Bayern München. Ja, ihr werdet nie zum FC Bayern München gehen. Vielleicht, mag sein, ich aber schon. Ja, wenn ich Fußballer geworden wäre, hätte ich da sehr gerne gespielt. So, ja, ihr seht schon, das ist mein Lieblingsverein. Und jo, das habe ich mir hier in der Werkstatt einbauen lassen, wie gesagt. Und ja, ich habe noch ein paar Neuerungen. Ich mache mal den Motor an. So, das funktioniert halt nur, wenn der Motor läuft und das ganze Zeug mit Strom versorgt wird. Noch was: In der Nacht leuchtet hier dieses Emblem, dieses Wappen. Somit, ja, wird der Innenraum ein bisschen heller und wird beleuchtet. Okay. Ihr wisst ja schon, ich habe ja auf meinem LKW oben eine Kamera montiert. Gehabt schon vorher. Und ja, das ist diese Perspektive. Ja. Also, ich sehe das natürlich nicht so. Das ist jetzt nur für euch. Ihr könnt von dieser Perspektive aus das Ganze beobachten. Und dann habe ich noch Folgendes aufbauen lassen. Und zwar. Guckt her, ja, auf den Seiten. Warum, weshalb? Ihr habt vielleicht gesehen in der letzten Folge, da ist mir einer reingedonnert und ja, das hat mich einiges gekostet. Ja, ich muss das dann irgendwann mal auch besocker sagen, wie ich das auch weiß, aber darüber reden wir dann privat. Die Maria ist informiert, jo, und ich fahre jetzt hier. Wir fahren ja nach Slowenien. Wir transportieren Konserven mit Bohnen. So, und ich habe in der Zwischenzeit, als mein LKW geupgradet wurde, ja, war ich Mittagessen Hier nach rechts ab. hier in München. Oh, hat richtig gemundet, richtig geschmeckt. Vielen Dank. Links halten und Ich hatte dann diese links ab. bayerische Bratwurst, oh, wie hieß die nochmal? Hier nach links ab. Ja, bayerische Bratwurst mit Pommes, ja, ganz einfach. Und hat richtig gut geschmeckt. Ja, hat gemundet. Ich habe auch ein paar Anpassungen an der Hydraulik machen lassen.
Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen umgestellt, damit es realistischer wird. Die Empfindlichkeit des LKWs sowohl auch des Trailers sind jetzt richtig fein eingestellt. Das heißt, ich muss aufpassen in den Kurven, dass ich da nicht ich hinlege. So, versuchen wir gerade mal das Ganze hier mit meinen Außenkameras, ob das funktioniert. Jetzt bin ich von der Werkstatt weg. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann naja. Oh doch. Dies funktioniert weiterhin noch. Aber was viel wichtiger ist jetzt, die kleine Kamera links außen an der Seite funktioniert. Das testen wir jetzt gerade. Okay, ja. Oi. Puh, das hätte in die Hose gehen können. Wahnsinn. Würde Basoka sagen. Apropos Basoka, der ist ja in der Türkei. Wie ihr wisst, haben wir uns ja vorhin heute Morgen gehört. Er war in Mula oder ist noch, ist dann abgereist Richtung Adana. Soll er unterwegs sein. Ich weiß nicht, wie es aussieht, ob er dort angekommen ist. Also ich bin richtig gespannt, was er sich da mit Erçan dann aussucht. Bin gespannt auf die Fotos, mir dann zukommen lässt. Oh, da ist was passiert hier. Voilà, wir sind keine Gaffer. Dann weiter. Solange bei uns hier nichts vorfällt, keine Umleitung haben, dann ist das alles gut. Nochmal was zu dem Immobilienhändler. Also er soll sich ja mit dem irgendwo in, oh, ich weiß es nicht mehr, was war, Antalya oder so treffen. Ja, bin gespannt. Ja, was neu ist hier bei mir, das gehört, ja. Retarder. Korrekt. Wurde abgegradet hier bei mir. Ist jetzt wieder an. Jo, und was viel wichtiger ist, habt ihr wahrscheinlich jetzt vorhin gesehen. Meine Kaffeemaschine, die habe ich wieder. Habe ich wieder von hinten rausgegrübelt. Sie war hinter meinem Sitz. Da weggetan. So, damit wir hier diese Fahrt überstehen, ja, brauche ich Koffein, Freunde.
ist 100 erlaubt, Freunde. Bitte fahrt auch so. Ich möchte nicht zu spät kommen. Ja, was ich natürlich auch hoffe, ist, dass im Süden mich besseres Wetter erwartet. Ah. Dieses kalte Wetter hier. Langsam, ja, habe ich so die Schnauze voll. Müssen ein bisschen Gas geben. Sonst fluchen die hinter mir. Und beleidigen mich aufs Übelste. Ja. Richtung Ljubljana geht's. Und von dort aus werde ich dann schauen, was mir die Maria dann den Auftrag gibt. Vielleicht lässt sich ja einrichten, dass ich dann in Richtung Türkei fahre, damit, wenn dann Bazoka in Adana ankommt oder in Antalya oder so, ich bin mir nicht sicher, wie gesagt, dass wir dann ja gemeinsam dort den Erçan treffen. Aber so wie es ausschaut, wird es bei mir ein bisschen dauern, bis ich da unten bin. Aber ja, wie gesagt schon, Bazoka wird mir da ja vorab ein paar Bilder schicken. Und er ist davon überzeugt, wir sollten was kaufen, ja. Die Preise bewegen sich anscheinend um 35.000 Euro. Ja, dass man da ein Haus kriegen kann für das Geld. Ich weiß nicht. Sollen wir uns eine Bruchbude kaufen oder was? Dann selber renovieren oder? Ich weiß nicht. Muss mir das dann anschauen. Ein kleines Häuschen. Ja, muss es denn überhaupt ein Haus sein? Ich denke auch eine Ferienwohnung würde auch genügen. Wie gesagt, wir brauchen ja nur etwas, wo wir dann mit unseren Familien über den Sommer ein bisschen in die Ferien fahren, fliegen können. Ein bisschen Urlaub. Strand, Meer, ah. Sonne, was will man mehr? Ja, das ist so das Ziel. Ich bin gespannt, wie unsere Frauen reagieren, denn sie wissen nämlich gar nichts von unserem Vorhaben. Ich denke, das wird eine Riesenüberraschung sein. Oh ja. Da werden sie sich richtig freuen. Ja. Vor allem meine Frau, ja. Sie ist ja aufgewachsen unten am Meer. Nicht in der Türkei, aber am Meer. Und sie liebt es einfach. Und was auch ist, sie vermisst es auch, weil wir ja jetzt in der Schweiz wohnen und leben. Da ist natürlich ganz was anderes. Ja, das sind hier Berge, Schnee, Winter, kalt. Meine Bremsen sind übrigens auch angepasst. Die
Ich habe ich mir nochmals fein einstellen lassen. Ein bisschen realistischer, weil es sollte ja nicht so sein, wenn ich auf die Bremse tritt, dass dann der LKW sofort hält. Ich meine, das ist ja jenseits von Realismus. Darum muss ich jetzt viel mehr aufpassen und Abstand halten. Weil jetzt kann ich nicht mehr so bremsen wie auch schon. Das heißt, ich kann mir weniger Fehler erlauben. Fährt wahrscheinlich runter in den Süden nach Kroatien, ins Meer oder so. Ich bin ja vor ein paar Jahren auch mit einem Car verreist. Ja, vor ein paar Jahren. Was war es denn jetzt schon? 15 Jahre her. Ach, Freunde, ist das ungemütlich. Das ist nichts für große Menschen. Was sowas von und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Ungemütlich. Boah, ich dachte schon, ich hätte die Ausfahrt verpasst. Ja, hier aus Slowenien. Nimm die Ausfahrt rechts. Und ich hatte zwar beide Sitze für mich. Also, aber trotzdem, ich konnte es mir nicht einrichten. Es mir dort bequem zu machen, ging einfach irgendwie nicht. Ja. Schlafen war auch nicht richtig. Was? Also furchtbar. Wie gesagt, nie wieder. Nur wenn es wirklich keine andere Wahl gibt, dann oder hat, dann tue ich mir vielleicht sowas noch mal an, aber ich glaube ja weniger. Ja, da buche ich mir dann lieber einen Flug oder so. Ah, bin ich dann schneller am Ziel und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Und B, man reist dann viel entspannter und nimm die Ausfahrt rechts. Ich dem LKW nach hier. Die Angst ist groß, mich hier zu verfahren. Oder neue Route finden. Mich irgendwo falsch anzustellen. Okay, lass uns eine neue Route finden. Karl, was berechnest du denn ständig irgendwo eine neue Route? Mensch. Ist das dieser lange Tunnel? 7 Kilometer Karawankentunnel, ja. Den kenne ich übrigens auch aus dem privaten Leben. Das war aber kurz. Hä? Sind wir schon durch? Waren das die 6-7 Kilometer? Ja gut, es ist ja hier nicht 1:1, ist ja logisch. Was macht die Polizei hier für Faxen? So, tanken müssen wir nicht. Wir haben noch 140 Kilometer bis Slowenien.
Ljubljana, um genauer zu sein. Perfekt. Och mein Gott, ich fuhr die ganze Zeit ohne Licht. Das ist mir jetzt schon wieder passiert. Oi. Bigiginho. Bigiginho. Eine Panne. Was wird es denn auch hier so schnell dunkel? Das ist auch ein bisschen unbelievable. Oh je, Mine. Natürlich, die in der Werkstatt haben das alles ausgemacht. Falsch verkabelt. So. Nichts. Oh je. Gut, nochmal Glück gehabt. Dass mich die Polizei vorhin nicht angehalten hat, das ist schon interessant. Normalerweise hätten sie mich rauswinken müssen. Zum Glück, kann ich nur sagen. Sonst hätte ich wahrscheinlich eine ordentliche Buße gekriegt. Dann hätte die Maria wieder na. Schon wieder eine Rechnung ist eingetrudelt. Ja, sind nicht alle von mir, Mensch. Plötzlich zieht er einfach rein, ja. Normalerweise wartet ja die KI so richtig. Boah, ich wollte gerade rüberziehen. Ich merke gerade, warum wird mir das erst jetzt angezeigt? Ahsoka hat versucht, mich anzurufen. Obala. Was ist jetzt passiert? Er hat mir eine Sprachnachricht hinterlassen. Ah, okay. Alles klar. Jo, dann hören wir mal rein. Ich hoffe, ich verfahre mich hier nicht. Hallo, Bigiginho, mein Freund. Wie geht es dir? Eine kurze Frage. Bist du schon in Slowenien oder noch unterwegs? Ich bin in Adana, habe mich mit Ercan und seinem Freund Mustafa getroffen. Der hat mir ein paar Häuser gezeigt. Ich hoffe, das ist nicht der gleiche Mustafa. Die Bilder schicken. Den ich damals. Mustafa ist Erfurt getroffen. Im Transportwesen hier tätig in Türkei. Der hat mir eine Fracht organisiert nach Ankara. Ja, ich werde jetzt nach Ankara fahren. Ankara, okay. Und werde mich dort sehr wahrscheinlich 2 oder 3 Wochen aufhalten und dann sehen wir uns in Alanya, mein Freund. Ja, ich wünsche dir eine erholsame Fahrt nach Alanya und wir sehen uns dort. Tschüss. So. Alanya war das, nicht Antalya. Oh. Stell dir vor, ich hätte der Maria gesagt, such mir was bitte nach Antalya. Ich sag dann dem Basoka, ich bin hier.
Wo hier? Ja, hier auf dem... In der Werkstatt zum Beispiel. Na, kommt da doch hin. In Antalya? In Alania? Und ich stehe in Antalya. Das wäre da mal ein Wirrwarr. So. Wie spät haben wir es überhaupt? Ja. 8:30. Wir sind jetzt, glaube ich, hier in Slowenien. Achso, in Ljubljana, glaube ich, schon durch. Die Ablagestation ist ein bisschen außerhalb von Ljubljana, so wie ich es in Erinnerung habe. Und ich scheine. Und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Ja. Und ich scheine hier. Nimm die Ausfahrt rechts. Mit Frames Probleme zu haben. Ein paar Ruckler. Und dann links abbiegen. Hier, Ljubljana. Biege nach links ab. Okay, okay. So, wir nutzen hier die Zeit, die ich euch zeigen kann hier. Hinter mir seht ihr, wie schön, dass das leuchtet. Ah, wunderbar. So, so, also trifft sich der Besorger, nee, der Murat hat ihm eine Fracht organisiert nach, wie hieß die Stadt schon mal? Nochmal, Antalya ist es nicht, sondern die andere, ja. Murat, ja. Aber das kann nicht der Murat sein, der mir da letzte Nacht ausgeholfen hat. Dem Sujuk, dem Brot und die Konserve. Ja, übrigens, die Konserve, die liegt hier irgendwo noch rum. Ah, weiß nicht. Der Kerl in Erfurt. Oh, sag mal, Meister, geht's denn auch ein bisschen schneller hier? Kameras funktionieren. Na, endlich. So. Hier in Ljubljana weniger Schnee als jetzt zum Beispiel in Deutschland oder Österreich. Ich habe vorhin noch im Radio gehört, oder besser gesagt, ich habe auch auf der App eine Prognose für das Wetter hier in Slowenien. Gesehen und das soll ja schön sonnig und warm werden hier. Das lässt nur Gutes hoffen. Was ich hier versuche, das werdet ihr gleich sehen. Ich muss mich ein bisschen anders hinstellen hier. Yeah.
Wunderbar. Das hat ja super geklappt. So. So, liebe Freunde, ich werde hier jetzt die Fracht abladen und ja, wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt von euch, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt B&B Logistik, die Story. Haut rein, ciao, ciao.